Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, den Frind. Heute gucken wir mal auf die unbesiegbare Base von dem Clan-Kollegen JJF aus meinem Clan. Und der hat mir die Base auch gerade zur Verfügung gestellt, damit ich die gleich mal angreifen kann. Und wir wollen jetzt aber mal in der CWL gucken, warum ist diese Base unbesiegbar? Warum hat sie bisher immer nur einen Stern kassiert? Also im Endeffekt, ein Stern ist für mich nicht besiegt. Also zwei Sterne okay, aber ein Stern... Das würde ich jetzt nicht als, würde ich nicht als besiegt bezeichnen. Aber meine Helden müssen wir eben ganz kurz noch ein bisschen regenerieren. Und wir gucken mal drauf. Es fing an in unserem zweiten Krieg und... Ah, das ist die Base. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Alles klar, ich weiß Bescheid. Ja, das ist die Base. Und was macht unser Kollege Only You von Quantum Brother? Er räumt erstmal an der Seite ein bisschen auf mit dem Baby Dragon. So, geht ein bisschen weiter vor, geht da noch drauf. Und dann gucken wir mal, was er tut. Oh. Er setzt noch einen Ballon. Ballon geht auch, ja, geht auf den Bombenturm. Jetzt kommt die Queen. Ich verstehe das nicht. Er macht jetzt einen Queen Walk. Und, er will die Mitte. Er will aufräumen, damit die Hawks und die Miner in die Mitte reingehen. Er wird dann erst die Miner setzen, dann wird er den Warden setzen, dann wird er die Gladi setzen und dann wird er die Hawks hinterher setzen. Queen Walk hat jetzt eigentlich soweit schon ganz gut funktioniert, denn wir sehen das jetzt. Die Kanone ist kaputt. Ja, Heilzauber auf die Queen finde ich jetzt eigentlich nicht so angebracht. Jetzt ist die Adler defekt. Okay, was will er haben? Queen will er haben, natürlich noch zusätzlich vom Gegner. Er will natürlich die Adler def haben. Katapult war auch nicht schlecht. Hat er im Endeffekt schon alles bekommen. Also das lief. Also so schlecht fand ich das bisher nicht. Ich hätte mir eigentlich einen Zeppelin... Hätte er einen Zeppelin gehabt? Ich glaube, wenn er einen Zeppelin gehabt hätte, das hätte funktioniert. Ich glaube, mit einem Zeppelin hätte es funktioniert. Jetzt kommt die Clanburg raus. Boah, viele, viele Bogenschützen und noch ein Hund. Ja, ich glaube, es hätte funktioniert. Ich glaube, mit einem Zeppelin hätte er diese Base geknackt. Oh, knappe Kiste, ne? Knappe Kiste mit der Gladi, aber es hat nicht funktioniert und deswegen nur ein Stern. So, wir gucken auf den zweiten Angriff auf diese Base und dieses Mal ist es im vierten CW. Also das eben war der zweite CW, jetzt kommt der vierte CW. Was versucht er da? Was macht er da? Was macht er mit den Yeti? Was macht er da mit dem Zeppelin? Ich verstehe es nicht so ganz. Er hat auf jeden Fall schon mal so ein bisschen was kaputt gemacht. Auf der anderen Seite kommt jetzt ein Hawk. Hawk Rider lockt die Clanburg. Er hat jetzt allerdings... Er hat immer noch nicht den Lava-Hund gelockt. Also da ist immer noch ein bisschen Spielraum. So, Königin kommt. Königin macht da was kaputt. Immer wieder, das ist wieder die Taktik. Leute, wenn ihr die Taktiken nicht beherrscht, dann lasst sie doch. Wirklich. Es ist... Ich sehe das so oft, dass da irgendwelche Taktiken ausprobiert werden, die da am Ende doch zu nichts führen. Das sehen wir jetzt ja hier auch wieder. Das im Endeffekt... Ja, im Endeffekt kommt dann nichts dabei raus. Im Endeffekt kommt dann wirklich nichts dabei raus. Queenwalk jetzt noch an der Seite. Er will natürlich noch wieder sich einen Tunnel schaffen. Er will diese Seite da oben ein bisschen freiräumen, damit halt seine Hawks, beziehungsweise erstmal die Miner und dann die Hawks dahin kommen. Ja, macht er da noch weg. Nur irgendwie verstehe ich das nicht. Er kommt ja nicht ans Rathaus. Er kommt nicht an... Jetzt, von da. Die gehen alle auf drei. Die gehen alle auf drei Sterne. Die gehen alle auf drei Sterne. Und es geht jedes Mal gnadenlos in die Hose. Weil die immer alle versuchen, drei Sterne zu holen. Das ist unglaublich. Wir gucken gleich noch immer auf den dritten Angriff. Das interessiert mich jetzt auch noch, was der Kollege da gemacht hat. Aber wir sehen es ja, es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Der gegnerische, also sein König macht hat die ganzen Hawks und Miner kaputt gemacht. Jetzt ist die Clanburg zwar noch kaputt, er holt 87%, aber im Endeffekt, ja, wieder nur ein Stern. Und das ist in der CWL einfach viel zu wenig. Jetzt gucken wir mal immer auf diesen Krieg, den wir gerade noch am Laufen haben. Hier haben wir unseren Kollegen JJF und wieder hohe Prozente, ein Stern. Wieder die Taktik. Leute, wenn ihr die Taktik nicht beherrscht, dann lasst es doch, dann versucht sie doch gar nicht. Leute, es ist verrückt. Es ist verrückt. Ich verstehe es auch nicht. Die denken sich immer alle, ja, mit ein bisschen Queenbrock und ein bisschen Aufgeräume an der Seite, da geht das ganz gut. Auch ein super Mauerbrecher. Aber im Endeffekt haben wir es ja gesehen, es hat nicht funktioniert. Es hat einfach mal nicht funktioniert. Seine Königin wird es ja auch kaputt sein. Ja, Königin ist kaputt. Da war noch eine schöne suchende Luftmine auf die Heilerin. Ja, jetzt werden wir mal sehen, was passiert. Wir kennen ja das Ergebnis. Wir kennen ja das Ergebnis. Jetzt kommen die Schweine. Natürlich, es ist... Ich verstehe es nicht. Wir sehen ja, 63, er ist ja weit weg vom Rathaus. Er ist ja sehr weit weg vom Rathaus. Das Rathaus... Wurde ein bisschen berührt, das war's. Ansonsten, ja, war das im Endeffekt relativ eindeutig. Und ich werde mal gucken, was wir mit dieser Base anstellen. Zwei Single Infernos, ein Multi. Ich gehe natürlich auf zwei. Also ich versuche auf zwei Sterne zu gehen. Der Feger stört mich natürlich enorm.
ich weiß, dass in der Kleidung ist natürlich was drin. Die Frage ist nur, was? Das will ich natürlich nicht nachgucken. Ich mache das einfach mal wie folgt. Wir machen es einfach mal ganz klassisch, auch wenn ich jetzt, warte mal, ich habe zu wenig Loons dabei. Wir haben ein bisschen zu wenig Loons. Wir brauchen noch ein paar mehr. Wir brauchen ein paar mehr Loons. Und zwar brauchen wir auf jeden Fall. Nein, was mache ich denn? Das hat mich das so angelacht, gerade wegen dem Skelett. Ich dachte so, hä? Das sind doch keine Loons, das sind doch Supermauerbrecher. So, ein weniger. 8 auf jeden Fall. Das ist besser. 8 Loons, 8 Elektrodrachen, das haben wir auch alles ausgebildet. Ich habe keinen Multitouch, aber das ist. Bei dieser Taktik ist das gar nicht mal so schlimm. Ich werde aber mal was anderes probieren. Ich gehe davon aus, dass wir die Clanburg nicht locken können. Ich will die auf keinen Fall locken, weil ich nicht weiß, was drin ist. Könnten 3 Eisgolems zum Beispiel sein. Das ist natürlich das wäre Worst Case. Im Endeffekt, wenn ich sie locke, wäre es Worst Case. Aber wenn ich sie nicht locke, wäre das natürlich super. So. Nein, König. Na, er lockt sie. Er wird sie locken. Ich habe mich verschätzt. Oh, kommen Bodentruppen raus. Ja, das ist genau das, was man nicht tun sollte. Und ich habe es getan. Man sollte nicht die Klammer locken. Wobei wir noch, glaube ich, ein bisschen Glück haben. Weil der Giftzauber sie jetzt doch noch kaputt macht. Ich glaube, es wird noch gut gehen. Wenn sie noch weglaufen vielleicht. Ärgerlich. Also das sind so... Du schlägst dich dann im Endeffekt damit rum. Du schlägst dich dann mit den Sachen da rum, die du eigentlich gar nicht brauchst. Weil, naja, ihr wisst es. So, da freezeln wir mal eben einen dahin, zweiten dahin. Ward natürlich nicht vergessen. Na, ich habe den Luftjäger nicht richtig erwischt. Warte, noch nicht. Jetzt. So. Ich meine, es werden 2. Aber ich bin auch nicht zufrieden mit dem Angriff, weil wir im Endeffekt viel verschenkt haben, dadurch, dass wir die Clanburg nicht drin gelassen haben. Wir haben sie nicht da gelassen, wo sie sein sollte, nämlich im Inneren. So, Katapult schießt noch drauf ein. Ja, die Elektrodrachen kümmert sich noch ein bisschen was. Klar, die kann noch ein bisschen mithelfen. Ja, perfekt. Ja, solide 2. Trotzdem muss ich sagen, wenn hätte Fahrradkette, hätten wir die Clanburg drin gelassen, dann hätten wir uns ein bisschen Kummer erspart. Und dann hätten wir, glaube ich, ein bisschen mehr geholt noch. Nicht viel mehr. Ich glaube, 3 Sterne wären jetzt hier auf jeden Fall nicht realistisch gewesen. Aber zumindest noch ein bisschen mehr Prozent. Wobei, es sind eigentlich schon relativ viel Prozente. Er hat aber auch noch... guck mal, das restliche Zeug ist vollgepackt mit Verteidigung. Da ist kaum noch ein Gebäude, was eigentlich keine Verteidigung ist, muss man sagen. Weiter. Ja, vor allem natürlich das Katapult. Das ist so übel. Moment, erstmal schon Kaffee. Katapult ist weg. Ja, man muss halt wissen, wie man die Base angeht. Also mit Elektrodrachen, finde ich, ist die Base ganz gut zu knacken. Nur, wir haben es ja in der CWL gesehen, es versucht jeder mit dieser Taktik. Jeder versucht es, jeder denkt, er wäre der beste Spieler. Und das, wenn du die Taktik nicht beherrschst, dann frisst die Base dich auf. Dann frisst die Base dich echt auf. Denn du siehst, man kann sie knacken. Man kann sie auf jeden Fall knacken, selbst mit einem Fehler kann man sie knacken, aber... Wenn du dann zu blöd bist und die falsche Taktik nimmst. Ich habe übrigens eben 3 Sterne geholt. Oh, ja. Wir gucken mal eben drauf noch auf die CWL. 11 Angriffe, 21. Da hat irgendwer Mist gebaut. Nur wer? Wer hat Mist gebaut? Welches kleine Schweinchen hat Mist gebaut? Die 13. M-Tech Low hat Mist gebaut. Okay, dafür sei im nächsten Spieltag raus. Ja, dann wird es natürlich nochmal knapp. Wir führen. Moment, ich habe jetzt gerade mich verklickt. Nächster Spieltag geht gegen den Newbie-Clan. Wir führen noch. Wir haben bisher alle Kriege gewonnen. Es sieht gut aus. Wir haben auch den Zweitplatzierten besiegt. Aber das heißt noch nicht, dass wir uns jetzt hier ausruhen dürfen. Und wir greifen jetzt erstmal an. In der Legend League. Ich habe alle nur leider keinen Arbeiter frei. Bedeutet, der Loot bringt uns nichts. Moment. Clanburg ist auf der unteren Seite vom Rathaus, genauso wie die Adler-Dev. Das kommt mir eigentlich sehr gelegen. Jo, dann gucken wir doch einfach mal nach. Was denn hier funktioniert. So, da einen. Ich räume mal eben an der Seite schon mal ein bisschen auf. Ah, da ist schon mal die erste Luftmine. Und dann gucken wir mal, was wir denn hier noch so anrichten können auf jeden Fall mit dem Elektrodrachen. Plan jetzt hier auf jeden Fall erst einmal das ganze Zeug... Warte mal, hat er was großartig schon in der Clanburg gehabt? Ich sehe da jetzt erstmal nichts. Warden sollte ich vielleicht mal hinterher setzen. Ja, da kommt eine Hexe raus. Da kommt jetzt eine Hexe raus. Das ist natürlich gar nicht gut. Hexen sind ganz böse Tiere. Ganz böse Gegner. So.
Ja, da ist doch einiges in der Mitte noch, muss man sagen. Ich habe auch den... Ich vergesse aktuell echt alles. Ich weiß nicht aktuell, wo mir der Kopf steht. Ich vergesse wirklich momentan, vergesse ich viel. Deswegen werden wir diesen Angriff auch wahrscheinlich nicht gewinnen. Weil ich so blöd bin, weil... guck mal, was ich hier mache. Ich weiß selber nicht, was ich hier mache. Ich hab keine Ahnung, was ich hier gerade getan habe, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier gerade gemacht habe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir echt... Ich hab so viel Mist gebaut jetzt hier gerade. Wenn jetzt hier in 100 Jahren... Werde ich jetzt hier keine... Ja, der geht nach da. In 100 Jahren werde ich jetzt hier keine 2 Sterne holen, weil ich einfach dumm bin. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade gemacht habe. Ich hab von Anfang bis Ende habe ich alles falsch gemacht. Alles. Was in der CWL immer so gut klappt. Ich habe bisher nicht ein einziges Mal einen Stern geholt. Ich war sogar weit weg davon. Aber hier geht gar nichts. Hier geht jetzt einfach mal gar nichts. So, das sind nochmal 2 Doppelbomben. Beziehungsweise 2-mal die Riesenbombe. Jetzt geht der noch in die Mitte rein da. Tja. Und was tun wir jetzt? Die läuft jetzt nach da. Ja, die läuft nach da. Ernsthaft? Also es regt mich so auf, ehrlich. Es regt mich einfach so auf. Ich verstehe es nicht. Warum bin ich so blöd? Ich raffe es nicht. Warum? Ich will es doch nur verstehen. Das ist so unnötig. Ich habe alles vergessen. Der Felsenwerfer vergessen alles. Es ist so unglaublich. Das regt mich richtig auf. Das regt mich einfach nur richtig auf, wenn man so extrem dumm sein kann wie ich gerade. Mein Gott. Deswegen, das Problem ist jetzt, wie lange müssen wir jetzt wieder warten? Muss ja 7 Minuten warten, bis wir wieder angreifen können, bis ich wieder gut machen kann. Oh Gott. So, wir mussten 7 Minuten warten, bis wir die Chance haben zu der Revanche. Und ich bin heiß auf die Revanche. Ich gucke jetzt mal am Anfang eben nach. Wir haben zumindest mal einen Felsenwerfer. Eine Belagerungskaserne und einen Mauervernichter für alle Fälle. Zeppelin werde ich jetzt erstmal nicht mitnehmen. Ich finde, dass bei der Taktik ist das nicht unbedingt notwendig. So, wir haben jetzt die Chance auf Revanche. Okay, die Base habe ich eben gedreiert. Allerdings... das wird ein Spaß, Leute. Ich kann es euch jetzt schon mal sagen. Ich weiß halt nicht, was er in der Clan-Muck hat. Ich werde mal einen Loon opfern. Wir looken mal raus. Okay, da ist ganz viel Kleinzeug drin. Da sehe ich schon mal eine Hexe. Okay. Okidoki. Okidoki, meine Freunde. Dann machen wir das mal so. Diesmal werde ich den Felsenwerfer mal ausnahmsweise mal nicht vergessen. So. 1, 2. Die Hexen müssen natürlich alle kaputt gehen. Das wäre ganz gut. Da in der Mitte schießt schon mal ziemlich viel drauf ein. Ja. Nein, du Warden, du bist ein dummes Stück Code. Oh mein Gott. Der Warden hat nicht ansatzweise so funktioniert, wie ich das wollte, aber es könnte trotzdem funktionieren. Was ich natürlich jetzt hier machen möchte, erstmal Vorarbeit leisten, damit die anderen Truppen gleich in die Mitte rein können. Ja, schön nochmal in den Felsenwerfer, genau. Flieg da nochmal schön in den Felsenwerfer, ich bin schon wieder ganz verwirrt. Was ich sagen wollte, flieg nochmal schön in den Föhn. Jetzt ist schon wieder die gleiche Scheiße wie eben, es regt mich so auf. Das rette ich diesmal, passt mal auf. Das werden wir diesmal retten. Oder? Wie? Frage ist wie? Du gehst jetzt mal erstmal dahin. So. Ja, genau, es sind noch Skelette drin. Skelette, aber keine Hexe. Das ist der Unterschied. Das ist der Vorteil jetzt zumindest. Ich gebe nicht auf. Das schaffen wir noch. Ja, Russia, we are the boss. Wir kriegen dich schon. Pass mal auf, Kollege. Pass mal auf. Lass mich das mal machen. Erstmal mal die Skelette in aller Ruhe kaputt. Wir haben mal Zeit. Mach doch mal hin, ne König. Oh mein Gott. So. König geht jetzt schon mal dahin. Die Frage ist, wo läuft er hin? Ja, er läuft in die Mitte. Danke, König. Ich liebe dich. Ja, König läuft hinterher. Perfekt. So. Königin nicht. Königin ist dumm. Da kommt noch ein Eisgolem raus. Ist mir jetzt aber egal. Ja, da ist er doch. Ja, fragt nicht wie, aber wir haben es geschafft. Fragt nicht wie, aber wir haben es so gerade eben geschafft. 2 Sterne zu holen. Mann. Nicht gut. Nicht mehr mit dieser Taktik. Wird mal Zeit, dass mein Kabel für das iPad kommt. Ich glaube, es kommt heute. Das wäre nicht schlecht, denn das ist mir auf jeden Fall mittlerweile doch deutlich angenehmer, am iPad anzugreifen als hier. Aber immerhin. Wir haben den zweiten Stern geholt. Ich würde ganz gerne nur einen Nachtdorfangriff machen. So, es geht mir im Endeffekt ja auch nicht darum, Pokale extrem aufzusteigen. Es nervt mich halt trotzdem. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, Freunde, das ist die Tatsache, erstmal noch 2 davon. Was wir nicht vergessen dürfen, ist die Tatsache, dass wir ja in Legend League bleiben müssen, damit wir die Saisonbank später nicht geklaut bekommen, weil man ja in Legend League nicht angegriffen werden kann.
beziehungsweise man verliert nichts an Ressourcen. Man kann ja schon angegriffen werden, man verliert noch keine Ressourcen. So, 3, 2, 1, Partytime. Partytime, 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 Partytime. Somalis forever, okay. Ein kleines Ablenkungsmanöver an der Stelle kann ja nicht schaden. Warte. Ablenkungsmanöver 2. Was kommt jetzt da gleich raus? Da kommt nämlich gleich irgendwann der Wachposten raus, ist ja klar. Aber ich will nach. Komm. Gönnt euch das in der Mitte. Ja, gönnt ihr. Komm. Mach es offen, spreng es offen. Brav. Ganz brav. So, du nach da. Du nach da. Perfekt. Dann könnte es halbwegs funktionieren. Du nach da oben. Das ist jetzt natürlich Risiko, die Kampfmaschine schon da oben hinzusetzen, weil ich sicher bin, dass wir die auf jeden Fall die Meisterhütte bekommen. Dann auf den zweiten Stern gehen können. Wäre natürlich auch geil gewesen, sie hätten sich noch schneller den Megatesla gegönnt. Kommt. Ja, ist weg. So. Ja, der Schmetterer ist auch weg. Es sieht gut aus. Ich kann es jetzt schon mal sagen, es sieht gut aus. Sie sind jetzt nämlich in der Mitte drin und werden jetzt gleich durch die Sprengkraft hoffentlich nochmal ein bisschen was rauskloppen durch ihren Flächenschaden. Ja. Ein Stern haben wir schon mal. 54%. Komm. Hol noch mal ein bisschen das weg. Kampfmaschine, jetzt bist du dran. 58, 60. Immerhin. Das läuft doch schon mal besser. 60%. Ich kann sie nicht mehr zünden. Und ich gebe natürlich jetzt ganz schnell auf. Weil wir ja eventuell den Tiebreaker haben bei 62, 62. Könnt ihr die Restzeit entscheiden. Das will ich nicht riskieren. Wir gucken mal nach. Was macht unser somalischer Freund? Aber er hat ja zumindest von der Zeit hätte er schon mal verloren. Das wird knapp. Oh, das nochmal. Hier ist eine Mine gewesen. Okay, wir gewinnen. Wir werden das gewinnen. Ja, das ist doch mal ein gutes Ende für diese Episode. Ich sage, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Guckt in die Beschreibung. Abonniert den Kanal. Gebt gerne den Creator-Code MBF ein. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.